Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Your Vision an. Dieser hat über Bitbond geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bitbond ist die Möglichkeit, schnell an einen Kredit zu kommen oder seine Bitcoins zu attraktiven Zinsen zu verleihen. Die Kryptowährung hat an Stabilität gewonnen und ist bei immer mehr Menschen beliebt und akzeptiert. Dass man jetzt auch Kredite in Form von Bitcoins aufnehmen kann, ist nicht wirklich überraschend. Es entsteht eine Situation, die für beide Seiten gut ist. Der Nehmer kommt schnell an sein Geld und der Geber kann passiv seine Bitcoins vermehren. Wie genau Bitbond funktioniert, was man über die Bitbond GmbH wissen sollte und wie meine Bitbond-Erfahrungen aussehen, erfahrt ihr hier. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet von Radoslav Albrecht mit Firmensitz in Berlin. Zu den Gründern gehören außerdem Nelson Holzner, Felix Jahn, Florian Heinemann und Uwe Horstmann. Damals war das Unternehmen noch unter dem Namen Credit Six Marketplace GmbH bekannt. Dieser wurde 2014 geändert in Bitbond GmbH. Bitbond ist eins von der BaFin reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut mit eigener KWG-Erlaubnis. Bitbond versteht sich als die erste globale Darlehensvermittlung für Selbstständige und Kleinunternehmer. Dadurch, dass alles mit Bitcoins läuft, sind sie unabhängig von Banken. Sie nutzen die Blockchain-Technologie für sichere und schnelle Zahlungen. Darlehensnehmer werden nicht überprüft wie bei klassischen Banken, da es nicht möglich ist, die gleichen Auskünfte einzuholen. Da trotzdem eine gewisse Sicherheit benötigt wird, holen sie sich alternative Daten. Das können zum Beispiel Transaktionen bei eBay, Amazon, PayPal und andere bei anderen Plattformen sein. Über 80.000 Nutzer sind bereits registriert und verleihen oder nehmen Kredite. Bereits mehr als 1.600 Kredite wurden vermittelt mit einem Volumen von über 1,3 Millionen Dollar. Damit man ein Darlehen anfordern kann, muss man sich zunächst kostenlos registrieren mit der typischen Angaben. Ab dann läuft eigentlich alles wie bei einem klassischen Antrag auch. Man gibt an, welche Summe man braucht, wofür man sie einsetzen will und welche Laufzeit man anstrebt. Der Unterschied ist eben die Art und Weise, wie man selbst überprüft wird. Wie eben schon beschrieben, erfolgt das nicht über den klassischen Weg, da Bitbond unabhängig von der Bank arbeitet und daher auch nicht den Zugriff auf die Daten hat, die die Banken haben. Dennoch muss aber für den Investor eine gewisse Sicherheit gegeben sein, weswegen dann Transaktionen im Internet überprüft werden. Das Maximum eines Darlehens liegt bei 10.000 Euro, das Minimum bei 0,1 BTC. Zinsen sind schon am 7,7% im Jahr möglich. Die Zinsen variieren natürlich mit der Laufzeit und der Darlehenssumme. Sobald man alle Angaben ausgefüllt hat und mit den Konditionen einverstanden ist, geht das Angebot online. Das bedeutet, es geht auf den Marktplatz und ist für alle potenziellen Investoren zu sehen. Ab hier heißt es dann noch abwarten. Ob und wann ein Darlehen erfüllt wird, hängt von der Community ab. Es kann schon nach wenigen Tagen oder gar Stunden der Fall sein. Es kann aber auch länger dauern. Ein feiner Zusatz ist, dass potenzielle Interessenten auch direkt mit dem Darlehensnehmer in Kontakt treten können, um Fragen zu stellen und zu klären. Das ist gerade für den Investor wichtig, da er sich so versichern kann, ob er sein Geld dort anlegen will und in gute Hände gibt oder ob die Sympathie nicht stimmt. Die Vermittlungsgebühr wird bei der Auszahlung von erfolgreichen Darlehen einbehalten. Bei einem 6-Wochen Darlehen liegt sie bei 1%, bei 6 Monaten bei 1,5%, bei 12 Monaten bei 2%, bei 36 Monaten bei 2,5% und bei 60 Monaten bei 3%. Als Investor muss man sich natürlich auch zunächst registrieren und sein Geld zu Bitbond überweisen. Da es sich nun um Bitcoins handelt, geht das in der Regel sehr schnell. Anschließend kann man die einzelnen Inserate durchgehen. Man sieht bei den einzelnen Angeboten, wer dahinter steckt, wie die Laufzeit aussieht, was das Finanzierungsziel ist und wie viel schon finanziert wurde. Außerdem sieht man natürlich auch, wie die zukünftige Rendite aussieht. Klickt man auf ein einzelnes Inserat, bekommt man noch weitere Informationen. Dort beschreibt der Nehmer meistens, wofür er das Geld gerne hätte und was er damit vorhat. Wie eben gesagt, kann man dort auch kommentieren und die Kommentare anderer Nutzer lesen. Ab hier ist es eine Frage des persönlichen Gefühls. Wo will man investieren? Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann zum Beispiel nur in Angebote investieren, die schon 60% finanziert haben, da sie dann als erfolgreich finanziert gelten. Ich kann bei dieser Plattform nur aus der Sicht des Investors sprechen, da ich selbst kein Darlehen beantragt habe. Da ich schon sehr lange bei den Bitcoins dabei bin, habe ich über die Jahre einige ansammeln können. Anstatt sie aber nur auf dem Konto liegen zu lassen, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, sie passiv zu vermehren. Wenn man das im Internet sucht, stößt man auf viele Angebote. Einige davon sind mit Sicherheit auch nicht gerade seriös, weswegen immer Vorsicht geboten ist. Ich habe einige gute Plattformen gefunden und dazu gehört auch Bitbond. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, die höhere Renditen versprechen, aber da bin ich immer extrem skeptisch, man hat einfach schon zu oft Schlechtes gehört. Bei diesem Unternehmen gefällt mir ehrlich gesagt
auch noch der Gedanke, dass man Menschen hilft. Man muss übrigens mindestens immer 0,01 BTC anlegen. Ich habe also genau 1 BTC vor einigen Wochen überwiesen und mir verschiedene Angebote herausgesucht, die ich unterstützen kann und wollte. Darunter war zum Beispiel ein netter Mann, der das Geld nutzen wollte, um seinen eigenen Shop aufzubauen. Ich habe ab und zu beobachtet, wie seine Arbeit vorangeht. Sein Shop steht jetzt zum größten Teil und die Rückzahlung hat bereits begonnen. Das Geld von Bitbon kann man sich dann ganz normal wieder in seine Wallet überweisen lassen. Die anderen Projekte sind jetzt auch alle erfolgreich finanziert und sollten bald anfangen mit der Rückfinanzierung. Ich bin begeistert von der Plattform, da sie für beide Seiten etwas Gutes tut. Ich denke, das ist einfach eine gute Möglichkeit, Bitcoins passiv zu vermehren. Bevor sie in der Wallet noch weiter verstauben, kann man sie auch gleich arbeiten lassen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.